Der hat warum auch immer wieder ein falsches Mikrofon genommen. Ach, ich hasse es doch. Nee, das Mikrofon war nicht aus, es ist nur, ich war unterwegs mit dem Mikrofon am Wochenende und ja, er hat es halt nicht. Ja, dann nochmal hallo und herzlich willkommen. Ich hoffe, ihr hattet ein schönes Wochenende. Seid inzwischen nüchtern und ausgeschlafen. Hahaha. Ha, ha. Das ist an, Pete. Ich sehe es doch jetzt. Ah. Ja, hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid. Hallo da. Hallo, General Highground. Lasst ihr den Lucky ganz alleine im TS? Ich weiß, ne? Hast du es nicht zum Essen ausgeführt? Was? Wen? Das Baltras? Oder was meinst du? Ja, moinsen, Benny. Buh. Oh, das kann man doch freundlicher sagen. So, mal gucken. Irgendwo bräuchte ich noch ein bisschen Holz. Dass wir noch ein paar Bäume fällen lassen. Also die wenigen, die noch da sind, na Gott sei Dank, haben wir noch Bäume. Also ich bin echt froh, dass ihr, ich guck mal, hier weg so gedeiht jetzt, wo Gift weg ist und ne? So? Hm. Ja, ein bisschen Delay ist ja auch in Absicht. Ui, der Ellen hat ein meisterliches Bass hergestellt. Auch nicht schlecht. Nicht schlecht, nicht schlecht. Na, rechte aus. Oder hast du heute noch was vorhoben? So, das Ding sollte eigentlich laufen. Wenn es denn Munition hat. Aber eigentlich Kaliber 303 britisch bist du eigentlich irgendwo haben. Das Kaliber 300. Äh, 38er. Aber echt kein 303er. Aber wir spielen bestimmt das her, oder? Bin da! Wer noch? Oh, hallo Nico, schön, dass du da schaust. Aber kein 303, doch 303 britisch haben wir doch 500 Schuss. Da gibt es was an anderen 303ern, ne? Wieso soll ich den Fuß vom WLAN-Kabel nehmen? Ist so langweilig. BMG. Special.
303 britisch haben wir eigentlich. Irgendwo. Ich weiß nicht noch. Wir haben es irgendwo gesehen. Bevor es weitergeht, ich will es aber echt wissen. Hier was auch nicht. Nee. Ach, hier warten es doch. Wer ist das? Er ist ein Arschloch, Sir. Das weiß ich auch. Ich will seinen Namen. Das ist sein Name, Sir. Arschloch. Major Arschloch. Und sein Cousin? Das ist auch ein Arschloch, Sir. Obermarktschütze Arsch. Philipp Arschloch. Keine Ahnung, aber wir haben theoretisch noch, die muss nur aufgefüllt werden. So, Menschen jagen eine Rudel. Was haben wir denn da? Eine Rudel. Sieht aus wie Bären. Eieiei. Wir haben eigentlich alle außer Hogen. Jetzt haben wir alle. Und die kommen nicht, ne? Komm schon, ernsthaft? So. Du hast nicht, du hast nicht, du nicht. So. War der Rest hier. Schwer bewaffnet. Ja, Nadi ist wieder haut ab. Ist natürlich gefährlich hier jetzt, ne? Gefolgen. Und Feuer frei. Boah. So haben wir die richtigen Waffen. Easy going, oder? Also irgendwie so ein bisschen Aggressivität haben die Viecher ja nicht, ne? Wenn man denkt, dass sie ja Menschen jagen. Na komm, den letzten auch noch. Den hätten wir es hinter uns. Asael hat keine Munition mehr, oder? Doch, aber... Scheint nicht so alle Waffen zu funktionieren, habe ich den Eindruck. Die Waffe vom Asael funktioniert wohl nicht. So, hier, die könnt ihr ruhig schlachten. Die dürfen hier geschlachtet werden, die Viecher. Aaron ist verführt, weil er müde ist. Ja. Gut, jetzt natürlich Leute, die jetzt hier oben kämpfen waren, ne?
doch mal schlafen. Ruht euch doch mal aus, Leute. So, Strom hatten wir ja eigentlich. Prinzipiell mehr als hier noch. Ich habe fast schon drauf gewartet. Wann unser Wärter Hogan sich ums Wetter kümmert. Und die Stahl und Silber. Ich hatte mal irgendwo. Da haben wir Silbererz. Ach ja, habt natürlich. Ihr seht es ja wahrscheinlich gerade. Mod rein, da sieht man ein bisschen eher, was da. Der Unterschied, wo dann solche Vorkommen sind. Hogan's Crafting erhöht. Wo bist du denn jetzt? 20? Ne, 19 noch. Ja. Doppelkena. Nikola, doch den mal bitte nach. Da wenigstens schon mal irgendetwas hier machen kann. So, mal gucken, wen wollten wir denn jetzt noch bekehren? Der war schon. Nadi noch nicht. Nico auch noch nicht. Gottchen. Das ist ja ein einzig grüne Gras. Wir sind froh, dass hier gerade wieder anfängt, irgendwas zu wachsen, ja? Und da oben muss es abfackeln. Eieieiei. Was hat er denn? Starke Schmerz, was ist er denn? Was hat er denn? Achso, Muskelparasiten. Ja. Das ist natürlich kacke. Muskelparasiten, die kriegen wir schwer los. Da fehlt uns noch. Da fehlt uns noch ein bisschen was, ne? Gerade hier in unserer Werkbank. Also wieder am Rondellieren, Nico. So kennen wir ihn ja, ne? Immer drauf, alle kaputt, haut kaputt, was euch nicht kaputt macht. Ah, das Feuer hier. Hei, hei, hei. Super. Noch einer verletzt. Ruhig doch mal aus. An Ronny. Du genauso. Ruht euch doch mal aus. Boah, wenn Nico halt seine Bude selber auseinander nimmt. Immer dieser brutal ist, den wir direkt dran allieren müssen. Ja, irgendwie diese Schilder, ich weiß nicht. Die Ellen hat ja auch eins, ne? Schulz, die Tore schließen, der Krieg geht weiter! Ja, genau, der Krieg geht weiter. Gottdienst, den hat er auch nicht. Timmy, was wollen die mit dem ballistischen Schild? So, Lucy hat nix, Nico nix. Oh, Sega. Gott, ich tue wieder Feuer. Na voll toll, unser Arzt ist natürlich.
Oh, Malaria. Wir haben ein Loch. Medizinische Betreuung. Blaue Fledermaus. Brandloch doch erstmal hier unseren Verletzten, bitte. So, der Aas wird als nächstes verrecken. Ich sehe schon so kommen. Eieiei. Ach Gott, hier ein Homesohn. Homesohn. Da nicht. Hier auch nicht. So. Ach Gottchen. Ich hab's gewusst. Wie breitet sich Feuer in eine Richtung aus? Da kannst du nicht so viel Schaden anrichten. Oh! Aber das Feuer hat einen Schaden angerichtet. Ah! Danke, Nico. Das hilft fast allen Beteiligten. Oh, Nico, was hat er? Ah, die Verbrennung noch. Es geht noch. Ja, der Aase hat immer noch seine Verbrennung, aber der steht auch bald wieder auf. Also vielen Dank, Nico. Das hilft der Kolonie natürlich ungemein. Im Gegensatz wie so ein trockenes Gewitter. Das hilft niemanden. Da. So, ach, das brauchen wir eh nicht. Das brauchen wir eh nicht. So, da unser Silber. Ach, da haben wir auch noch Silber. Können wir auch noch abbauen. Ach, Mensch und Dirk vor der Haustür. So, kein Strom und. Plus. Sollte eigentlich gehen. So. So, und ich habe jetzt natürlich auch so morgen wieder ETS, nur so als Programmhinweis. Und am Mittwoch wollte ich jetzt immer so ein bisschen Strategieaufbau oder was Komplexeres als das hier spielen. Und werde diesen Mittwoch mit Workers and Resources nochmal weitermachen. Und dann euch dann halt am Mittwochstream halt entscheiden lassen, was wir dann wo später spielen. Also eher so Aufbau, Strategie, wie es irgendwie so und was sowas in der Art, ne? Und ist natürlich jeden überlassen, wer mitspielen will, ist natürlich frei mitzumachen. Gehe ich im Zeug, hier wird. Ah, da wird gekocht. Der Hogen, der macht was. Ach, entspannt mit anderen. So können wir schnell machen. Eieiei. Ja, neutral, bad, neutral oder bad. Ja. Ui. Ah, Entschuldigung. Ich hab noch ein bisschen Wochenende. Mara, benutzt das Teleskop.
Wenn du fertig bist, räum mir nochmal ein bisschen auf. Und natürlich auch hier ein bisschen aufräumen. Ja, den Dreck und das Blut. Halt alles, was da liegt. So ein bisschen die Küche und Krankenbereich ein bisschen aufgeräumt werden. Hogan. Was braucht denn der jetzt? Support da. Ja. Kannst du anschließend mal. Oh. Die Sanitärleitung mal reparieren. Und ist sie wieder kaputt? Ist sie eigentlich besser gestützt, wenn wir bei den Böden was hauen eigentlich an den Steinblöcken? Schiefer. Müsste ein bisschen besser geschützt dann sein, oder? Aber theoretisch. Ah ja. Soll etwas Schlechtes passieren? Eine Kältewelle hat begonnen. Es ist September, okay. Mal sehen, wie weit es im Minus geht. Wundinfektion. Azrael ist an Wundinfektion. Oh. Super. Puh. Oh, hat eine Fressattacke. Ja, ja. So ist das halt, ne? So, irgendwas verursacht hier ganz schön FPS-Drops. Mal ganz ehrlich, so eine Grafik kann man ja nicht viel einstellen im Spiel, also. Nicht wirklich. Naja. Ja, und beim Baumeister natürlich. Ah, gut. Klo, Waschbecken geht wieder. So, ja. Und Stromkabel. Inventar mit. Na, viel schleppen kann er ist ja nicht, aber. Ja, komm hier, die Rüstung, die brauchst du doch nicht. Ist doch viel zu schwer dafür. Mutter Schaf hat ein Fehlgeburt. Wir haben Schafe? Ach, da oben. Ja, aber nicht wirklich jemand, der sich gerade drum kümmern kann, ne? Ah, gut. Überwältigende Schmerzen, na ja, gut. Verbrennung, Wundinfektion, Lebensmittelvergiftung. Wundinfektion. Eieiei. Ha. Ellen ist nicht mehr verwirrt, wie schön. Was ist denn Jao jetzt hin? Was macht er denn? Hä? Was machst du denn mit dem Holz, Jao? Jetzt macht er mal was. Eieiei.
Oh, hier ist ein Loch dran an der Mauer. Das ist natürlich schlecht. Schießt ein paar Kugeln ohne Munition zu haben. Ja, auch nicht schlecht. Da schießt du lieber die Lücke an der Mauer. Erhöhung nicht, von daher kann er noch bauen. Der Tschech. Ja, bau doch mal. Wo ist denn? An der Tür. So. Der Arthur, der ist noch am Schlafen. Muss ich mal holen, was er sagt. Also ganz ehrlich, ich immer noch. Wieso sehe ich so blind, dass ich die 303 britisch nicht sehe? Ah, da. Ach so, eine Munition ist das. Das ist. Nee. Da ist er bei. 303 britisch ist das. Okay. Doch bei Rifle bei gewesen. Hey, 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 hey. Ja, also jedenfalls davon haben wir genug Munition. Das ist schon mal was. Bei minus 23. Oh, boah, hier drin ist mollig warm, ne? Draußen halt nicht. Also sie können ja eigentlich. So, die fertigen Zimmer. Oh. Der Ellen ist umgekippt. Nee, Lucky, kannst du jetzt gerade mal keinen. Rettest ihn erstmal und dann trinkst du ein Bier. So machen wir das. Hast du auch wohl verdient, Lucky. Eieiei. Eine Insektenkraft. Ja, jetzt hin. Was macht denn der hier? So, jetzt hier mal. Was stimmt denn mit Yao nicht? Ganz ehrlich. Die ganze Zeit. Tiere rauslassen ist okay, aber. Ach Gott, was hat denn Yao jetzt für einen Bug? Oh, hier sind das viele. Oh, was hat er denn für einen Kack-Bug hier? Arsch. Hier ist halt was nur am Durchdrehen, die Leute. Alle machen so, was sie wollen, Kinder, was das soll.
Ja, was macht er jetzt? Hä? Wo bist du jetzt gerade? Hallo, was meinst du jetzt? Ich bin ja gerade dabei zu gucken, ob der hier mal irgendwas richtig macht. Okay, plötzlich ein Pack aus Stoff. Okay, jetzt scheint er endlich wieder normal zu sein. So. Oh, hier noch Ernte haben wir ja, ne? Was war denn mal da eigentlich für Aufgabe? Vielen Dank für dein Follow, Kali96. Vielen lieben Dank. Und willkommen. Formada ist. Ach komm, ernsthaft. Oh, jetzt hat er echt alles rausgenommen. Ah, dieser dumme Mod. Die machen ja gar nicht. Ist mir nicht aufgefallen. So. Ja. Technik. Beitrags. So, den Lucky nicht. Dann ist er 2. So. So, hat er vielleicht. Und vor allem, der hält sie auch noch forschen. Dann Handwerk. Verhoben. Der Asahal. Primär bauen. Der Jao auch eher bauen. Und ein bisschen Handwerk und jagen. Da wäre Arzt, ganz klar. Die 3. Gut, Baltras. Tierpflege auch Baltras und Nico. Ach so, ach, kann man ihn noch feiner einstellen. Ach je. Gut, Nadi, Adiko kochen. Noch ein bisschen. Bauen hat man die 3. Feldarbeit, der Held. Bogen nicht. Nadi ein bisschen. Lucky nicht. Der Nico noch. Aber auch ein bisschen Handwerk. Der Alexei sollte hier alles machen. Maler war Buddler. Der Yao hat mich drauf abgefertigt. Der Ellen war. Ach, hier so. Mach mal alles. Achso, siehst du. Beitrags. Weil unser Megakünstler. Den Tschech hatten wir schon abgefertigt, ne? Das ist auch der Nisa. Okay, eigentlich hauptsächlich Arzt, ne? Hauptsächlich Arzt. So, General Highground, du darfst noch buddeln. Adik auch noch ein bisschen. Die blaue Pflege muss auch ein bisschen, hauptsächlich ein bisschen aufräumen. Und der Lucifer endlich nur aufräumen. Und sauber machen. Schafe schließen sich an. Ach ja, wie süß. Sie muss mit. Ach, jetzt weiß ich, was du meinst. Nächstes Jahr Urlaub. Ja, mir soll es recht sein. Gerade im September schon Schnee. Minus 17. Ah, innen drin ist kuschelig warm. Blaue Fledermaus hat einen Arbeitsrausch, auch nicht schlecht.
Was denn? Hey, Wundinfektion. Eieiei. Eieiei. Puh. Aber wenn einer hat, könnte er natürlich auch. Was brauchen wir hierfür? Wir brauchen hierfür Neutramin. Könnte natürlich jemand schicken, dann könnten wir uns schön Medizin herstellen. Oder direkt Medizin schicken. Oh. Adiko hat sich entschieden, Baltas umzubringen. Da ist Baltas, wo ist Adiko? Da. Hier, haut ihn nur ein paar aufs Maul. Ah, danke für den Massenheil. Das wird hoffentlich dem Asa. Ja. Eine Verbrennung. Ja, wird ein Weilchen dauern. So, mal Ellen, wo das. Ne, machen wir hier bitte. Ein bisschen aufräumen, dass wir hier ein bisschen. Erbrochene hier sind. Vielen Dank für deinen Follow, Collins. Und willkommen. Ich hoffe, es geht dir gut. Ja, hallo und grüß dich, meiner. Dossi, rette doch mal Adiko. Ah, super, Medizin. Vielen Dank, Nico, vielen Dank. Oh, trag doch mal die Medizin ins Lager. Und anschließend. Ah, ne, wasche ich doch mal ein bisschen. Dann behandle doch mal die anderen. 500 Medizin, Alter, Alter. Sensormechanik. Stellt sich das. Dann kann man in Asen stellen, außerdem sicher, dass er versorgt wird und die ganze Zeit wirklich im Bett verbringt. Ach du Scheiße. Ach du Kacke, auch noch unser Arzt. Oh, fuck. Oh. Okay, na, die macht auch schon. Ja, 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 ist klar. So geht's los, ne? So geht's los, ne? Na, ich bin nicht leise. Du hast den Streamer sehr leise gestellt. Das ist alles. Ich habe immer vollen Ausschlag. Mutter Schaf ist tot. Na, ist egal. Ja, wenn du nächstes Jahr meinst, meinetwegen. Also, ich habe da nichts dagegen. So. Oh, super. Asaheil ist wieder. Stoff, 5 Stoffe. Ui. Vielen Dank, vielen Dank. 1000 Heu. Oh, du kannst. Warte mal, wo ist der Baltras? Da ist der Baltras. Taub mal das Heu weg. Oh, Alex. Wenn du fertig bist, baden. Ah. Ach, da tragen wir die Medizin beiseite. Nadi spielt Uhr. Ah. Ja, wie gesagt, meinetwegen. Hab ich nichts dagegen. So. Okay, da wird schon langsam die sterilen Plattformen gebaut. Das ist gut, ist gut. Kriegen wir das dann auch bald hin. Hier irgendwie ein bisschen. Ja, wieder noch. Gut, die Leichen sollten wir auch langsam mal verbuddeln. Ah, jetzt kannst du mal die Leichen da mal verbuddeln. Dass die Leute nicht ständig an der Leiche vorbeilaufen müssen. Langsam werden die Mastgräber voll. Weil die Malen sind ja schon voll. Eieiei. Also versucht er. Ah, siehst du?
ist er denn? Asa. Bekenn doch mal richtig. Nee, bekehr ihn doch mal kurz. Sollst du ihn bekehren? Oder geht's nicht? Hat er das Cooldown nur, weil er auf ihm gerade war? Anscheinend will das bei ihm nicht machen. Na, dann bekehrst du halt mal Nadi. Wenn das denn überhaupt kann, so verletzt wie er ist. Nein, er macht. Was macht denn das? Was er will? Habgierig. Ach Gott, shit. Ja, maximale Erwartung halt, ne? Hey, hey, hey. Ah, Chase versucht auch, Nico zu bekehren. Oh Gott, hier sieht es wieder alles aus. Alles aus, die schlimme Augenwurst. Hey, 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 hey. Ich muss ja echt mehr aufräumen. Diese Mensch. Oh, das war ein Plastikstahl. Vielen Dank, Nico. Vielen Dank. Ah, Zech. Trage doch mal bitte. Ist einfach nochmal das alles hier weg, bitte. Ist ja gerade so schön dabei. Ich will jetzt die Kanne mal. Das war schon abgelegt. 18. Nicht ganz viel. Na, du kannst es auch einfach direkt in die Tür legen, ja? Das ist auch okay. Du musst es nicht. Jap. Hm. Was willst du machen? Ja gut, verschmutzt. Leider, ne? Hm. Haben wir hier Strom? Sieht das nicht aus? Ja, die Leitung steht bis dahin. Das ist rein theoretisch. Die können ja eigentlich mit Strom. Eigentlich ja, ne? Oh, Bier! Vielen Dank fürs Bier! Das können wir hier brauchen. Danke, Nico. Turret ist noch nicht. Haben die Munition dafür schon hergestellt? Nee, noch nicht. Nee, Ellen, stell lieber dahin. Da was her. Oh, Sonneneruption. Eieiei. Das ist natürlich erstmal alles mit Strom außer Kraft, ne? Was hat ein. Fort eine Leiche, hat er gesehen. Natürlich nicht so stehen. Ungerechnet, ist doch was. Hallo, was da? Achso, er ist auch gerade was. Hm. Also, achso, stimmt, das Waschbecken, das können wir eigentlich abreißen. Das brauchen wir nicht, das wissen wir jetzt nicht. Dann können wir da nochmal ein Elektroherd dran reinsetzen, finde ich. Weil da kann noch jemand kochen. Abreißenspüle. So, vor allem die Mauer hier mal fertig ziehen. Ich habe mal Priorität. Drogen, 400.000, was damit? Uraner. Danke, Hogen. Du, das ist mir eigentlich relativ egal. Das ist mir relativ egal, Balu.
Normales LMG. Wenn du fertig bist, löst du mal bitte die Verstopfung hier. Und Hogan, bau du mal bitte das Klo. Wir brauchen noch mit Metal. Nikolas Wutend. Ach, gut. Ja, dann machen wir August. Super schönes raus und dann können wir nachher oder morgen uns drüber unterhalten. Nico, du Holzkopf. Ach, das ist ja doch der. Was passiert? Ernsthaft? Also so war das jetzt nicht geplant. Ja, Nico ist halt ein harter Hund, ne? Ja, ich kann da jetzt schlecht nachgucken. Seid ihr Penner hier alle wahnsinnig? Ja, besonders mittwochs, wenn Wasser drin ist. Ja, sagt er richtig, sagt er richtig. Pferd demolierten ja alle Zimmer. Ja? Du machst hier Sachen. Ja, schläft der Aser. Oh, Menschen hängen das Rudel. Oh. Wachs. Ach je. Mal schnell alle hier aufstellen. Oh, die kommen auch direkt runter, ne? Und machen die Geschütze was? Ah, ich hab ja noch nicht Strom, ne? Machst du das normal, mach ich aus deinen Ohren Wäschetrockner. Ja, Nico, was soll ich sagen, ne? Wird ein paar Wachs. Achso, die Triadiade, wie schön. Ist da noch einer? Einer ist da oben noch, ne? Na ja, komm runter, du Drecksau. Ich kriege auch noch. Jetzt kommt er. Was komm noch, komm noch. So. Darf alles gejagt werden. Hey, hey. Ja, bau doch mal hier die Stromkabel. Ich wüsste gerne, ob das hier. Oh, Nico. Ist ja nicht mehr im Kampf. Ach ja, Nico, dann sauft ihr mal die Hucke voll. Ist in Ordnung. Seid ihr Penner hier alle wahnsinnig? Ja, besonders mittwochs, wenn Wasser drin ist. Untersichtbett.
Ja, am Mittwoch sind wir alle besonders wahnsinnig. So. So. Mal die beiden Betten, vier Betten mal abreißen lassen. Oder fünf Intensivbett, aber. Komm, wir kommen hinterher. So, jetzt machen wir mal. Das ist der Nico. Ah, geht nicht. Der schläft gerade. Stimmt. Wenn man jetzt überhaupt irgendjemand macht. Weil ich will hier meine Zuschauer jetzt nicht. Space Unicorn, soaring through the stars, delivering the rainbows all around the world. Und damit solche Momente kommen. Also Rückschlusser, Gasdrucker, Präzisionswaffen, dann haben wir Large Caliber Cannon Turrets, Auto Cannon Turrets und dann 20 mm Flak 38. So, da wollten wir gucken. Ne, hier nicht. Ich glaube hier auch nicht, ne? Ne. Hier war es, glaube ich. So, 20 mm, was haben wir denn da? Auch nur die hier, ne? Immer beide. Mal kicken. Ah, hallo Baltras. Schön, dass du neu kickst. Und wie war es heute, LKW fahren? Ging wieder, oder? War der Marcel wieder ansprechbar oder immer noch? Oh. Ja, also ist wieder verwirrt. Oh. Ja, ich muss sagen, das ist echt ein geiler Chef. Also. Ja, aber mit dem nochmal so auf dem. Puh, das muss ich nochmal überlegen. Achso, ich überleg nicht, was ist das für ein Geräusch, aber das hat der Held hier. Wutanfall. Alles schon wieder unglücklich. Ha, war ja okay, aber. Puh. Ah, ist hohe Nahrung, hm. Dann kocht doch was. Okay, tritt aufs Klo aus. Da baut noch keiner was. Dann, ich wollte ja hier noch. Einen. Elektroherd. Würde ich da hinbauen. Ja, wie doch alle wieder am Durchdrehen sind. Ja, ich meine, wir waren auf einem guten Weg hin, aber zum Glück nicht. Na, ja, sag ich doch, da ist hungrig und jetzt. Ach. 1, 2, 3, 4. Die wieder durchdrehen. Das wird der fünfte sein. Hässliche Umgebung. Alter, dann räum doch auf. Alter. Ja, das war der Lucifer. Eigentlich alles andere.
gar nicht machen. Ja. Und eigentlich nur aufräumen. Ja, aber ganz ehrlich, das wurde mir dann doch ein bisschen frisch mit der Zeit. Also, was ist das? Favorite. So. Adiko noch am Kochen. Der Ronny eigentlich Chefarzt, ne? Tschech, na komm, das ist hauptsächlich. Hauptsächlich aufräumen. Ja, nein. Also ich habe heute Morgen halt schon gemerkt, so, ja, das war schon wieder fast erkältet, ne? Also war dann doch, ja. Ich meine, da hinten ging es halbwegs noch. Aber als dann vorne stand, als der Wind kam, war nicht so der Burner. Oh, schön. Also ich mag hier diese Trägerdryaden. Also die sind echt... Wir bleiben bei der Trägerdryade. In 4 Tagen haben wir die nächste. Oh. Ach du Kacke! Aber sie sagt, erstmal da sammeln. Och, ernsthaft. Oh. Meine Fresse. Warum hat das Vieh immer noch Schild? Nee. Raid. Nicht Leerzeichen, sondern Raid. Genau. Da doch welche, die mit Stöckern kommen. Ach du Kacke. Ah, da haben wir eine vernünftige Unterstützung. Ah, moin, grüß dich Mimi. Na, alles klar bei dir? Auch schon lange nichts mehr gehört. Nicht hier heult. Finde ich die Tür so eine Lucky. Asa, was stimmt mit dir nicht? Was stimmt denn mit dir nicht? Oh. Und die beiden schießen nicht. Ah! Kacke! Ach du Kacke. Oh, einer tot. Mehrere Schwerverletzte. Oh, Jade. Was hat denn da die? Warum schießt du denn nicht mit dem Ding? Bestimmt, weil sie dieses verkackte ballistische Schild. Ah, tot! Ach komm, fick dich doch. Alter, werden hier
Also die ballistischen Schilder, die müssen weg, die Missviecher, die bringen gar nichts. Ja, wen geht's nicht so, ne? So, einmal bitte Asa heilen. Dann bitte einmal den Bogen heilen. Dann rette mal den Tschech. Rette mal den Nessa. Rette mal den Baltras. Und rette mal den General Highground. Ja. Das ist meistens so, ne? So, eigentlich gehört gerade noch nichts zu tun. Du darfst hier nochmal Verbündeten retten. Nee, ist auch noch tot. Ach, leck mich doch am Arsch. Und der General. Ach je. Und der Hogen. Gut. Tja, wenn da kein Revive kommt, dann haben wir jetzt 1, 2, 3, 4, 5 Kolonisten weniger. Das ist dann halt so. Was willst du machen? Ah, tot. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, die waren nicht ganz okay, ja. Waren halt irgendwann halt als gemerkt, ja, ich hätte mir noch ein bisschen mehr Trick mitnehmen sollen. Oder mal auf anhalten sollen. Sprit, naja, hat gereicht. Also bin dann heute zur Tankstelle gerollt. Ja. Aber sonst. Verlassen das Gebiet. Na, schlechte Laune. Ja, der Glaube ist auch scheißegal. Oder ich böse, böse. Ach, kacke, hier sind ja so viele Skarabäen noch. Immerhin kein Nester, aber. Oh, Oran. Ja. Oh, Nico hat sich entschieden, den Hogen wieder zu wählen. Sehr schön. Oh, Rückschusslager. Fertig. Vielen Dank, Nico. Ach, er spielt alle Days. Alex ist verwirrt. Oh, soll vorkommen. Bin ich hier auch manchmal. So. Ja klar, nix und Bett, das abgerissen werden soll. Ist okay. Ja, ist okay. Sehr hungrig, keine Eroberung. Ach komm. Ah, Nicole Fledermaus wieder belebt. Danke, danke, danke. Vielen Dank. Ach, der Baldur darf noch direkt
Wenn er schon hier ist, wiederbeleben. Ach, der Nico und der Held haben sich geprügelt. Zö. So, aber ich finde, weil der Nico die ganze Zeit so aktiv ist und die Kolonie kriegt er jetzt gerade mal was. Aufgrund deiner Bemühungen für die Kolonie. So. Dann, wenn er die nächste noch reviven könnte, das wäre natürlich schön, wenn unser Chefarzt. Ja, das wäre. Ach komm, auch ernsthaft hat er jetzt wieder. War das? Nee. Zoll. Will ich da gar nicht drin haben. Den Kack hier. Eieiei. Jetzt müsste es gehen. Anzahl hat genug vom Alkohol, kann ich jetzt gar nicht verstehen. Hat Nero gekotzt. Ah, der Nico hat den nächsten. Ach, guck mal, du stehst gerade günstig. So. Sam mit L. Nico erntet fleißig die Heilpflanzen, das ist schön. Schön, den Bauern bei der Arbeit zuzusehen. Schön, wie er es macht, nicht wahr? Wir müssen mal wissen. Oh, danke für den weiteren Revive. Wir wissen, wer hat denn. Also, was willst du mit? Scheiß Ballistic Shield. Das müssen wir unbedingt verkaufen. Schon wieder ein ballistisches Schild. Was wollt ihr denn damit? Hier, ey, was willst du mit dem Schild? Okay, Nahkampf war trotzdem. Revive von General Highground. Ach, sehr schön. Fehlt nur noch Nadi. Dann fehlt. Ach, guck mal, Ase, bist du gerade hier. Ah, oh, vielen Dank, Asa. Ah, so, diese. Nee, du darfst direkt erstmal die retten, Nico. Dann darfst du was essen. Oh, super. Vielen Dank für die Massenheil. Die Massenheal. Also kurz zur Fähigkeit, ja. Schön, dass du wieder da bist, Arthur. Hab dich vermisst. Nein, auf Gott, wo bist du denn jetzt? Oh, hast du wieder alles auf 20. Sehr schön. So, wie du siehst, wir sind schon dabei, die sterilen Fliesen langsam zu bauen, dass wir hier ein bisschen mehr Sauberkeit und Ordnung drin haben. Da kannst du vielleicht gerade mal abreißen. Die Betten, dass wir hier mal die richtigen reinkriegen. Oh, boah, die Rettung. Oh, John Heiko, was ist mit dir schon wieder? Ronny duckt sich. Vor wem? Vor was? Vor dem kleinen Vieh hier, oder?
Tatsache. Der hat Angst vor dem... Okay, was haben wir denn in der Nähe? Wen haben wir denn in der Nähe? Ja, komm. Jetzt aber. Ich sehe schon, wir müssen hier die Riesenskarabäen. Baltras. Kümmere dich nur um diese scheiß Skarabäen hier. Okay, geh erstmal dahin, bevor du schießt, weil durch Wände schießen kannst du noch nicht. So. Genau. Kurzer Distanz rangeschlichen, während das Vieh schläft. Ein kurzer, präziser Schuss. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. So. Durch die richtige Musik im Hintergrund, ne? So. Ah, 4 haut ab. Das Vieh. Ihr könnt dem Meisterjäger Baltras nicht entkommen. So, und das letzte Vieh hinten noch, ne? Das kriegen wir noch. Oh. Okay, dann halt so. So, hier draußen ist... Ach, hier draußen ist noch eins. So, das soll es dann eigentlich gewesen sein mit diesem Scheiß. Skarabäen. Ah, weiter ist unser Meisterjäger. Ach, da liegt er also. Ja. Gut, Nächtle, schlaf schön, träum süß. Oh, er hat natürlich großen Hunger, der Baltras. Ist meine Erwartung. Ist wunderschön. Ja, das wissen wir ja, dass der Baltras wunderschön ist. Dann prügelt euch mal bitte mit Baltras. Baltras prügelt sich erst mit dem Hasen. Niemand stellt das in Frage, dass du ein wunderschöner Schmetterling bist, Steffen. Ja. Weißt ja, du kannst dich natürlich auch direkt wieder healen, ne? Nee, das wurde verprügelt, weil du aufgrund deiner exorbitanten, unausschreiblichen Schönheit, die anderen dermaßen geblendet haben, hast
Weswegen wir da mal kurz ein Zahn mal ausschlagen musst, damit du so exorbitant schön bist, damit die anderen wieder sehen können, wenn du den Raum betrittst. Also sonst hast du dermaßen geblendet. Nur deswegen. Nichts anderes, Jim. Nichts anderes. Nur deswegen. Okay, wo ist Lucy? Da ist Lucy. Tau doch mal weg. Ich liebe echt diese Trägerdinger. Achso. Ah. Jetzt Minimap. Animes braucht es nicht. Kreaturen, ja, Chronisten. Tiers. Hostiles. Achso, da ist noch so eine. Ein riesiges Garabeus. Pflanz. Ach, Rebuilding Color. Da. Ach, das hat ja was. Ja, der Arthur schläft natürlich den Schlaf der Gerechten. Nein! Oh. So ist aber auch. Ist hier irgendeiner noch mit Waffen? Check, der hat noch Munition da, ne? Eine Vorratskapsel. Oh mein Gott! Mit. Milch. Mit. Ey, auf das Bett, du Arsch! Hey, du kriegst ein Timeout. Ah, Gott, Drachenfrüchte. Gut, da gucken wir gleich mal nach, was das alles ist. Ich wollte es dir den Tschech erstmal mal sagen, hier. Ach, wie es aussieht auf der Minimap. Kann er mit den Dingen überhaupt schießen? Mit den 4 haut ab, ne? Ne. Irgendwie will er damit nicht schießen. So, dann. Allstahl können wir brauchen. Dann haben wir. Oh, schöne Granate. Dann haben wir. Raspberries. Das freut die Eingeborenen. Oh, einfach Mahlzeit. Sehr schön. Dann haben wir hier Vollrhinoswolle. Haben wir hier 30 mm Munition. Brauchen wir bestimmt irgendwann. Das ist hier Wolfsfell. Sehr schön. Mal Prometheum, das braucht man auch für irgendwas. Achso, für Schädel braucht man immer. Wer braucht keine Schädel? Prometheum bräuchten wir, glaube ich, für die. Ach, das heißt das, Mollys. Für die Mollys braucht man nicht. Leckere Mahlzeit, nice. Dann haben wir hier 100 mm. Ui. Ganz genau, Schädel für den Schädelthron. Und Blut für den Blutgott. Cola. Oh, 60 mm. Ach verdammt, wir mussten 81 Mörser. Ah, 81 Mörser wäre geil. Agavenfrüchte.
8x35 mm Charge Cartridge. Ich weiß gar nicht, für welche Waffen wir die brauchen. Ah, R20 und R11. Okay. Und, ach, Milch, sehr schön. Was war denn da? Ach, Plaststoffreste. Wo sind die Kolonisten? Ja gut, der Arthur, da schläft er ja gerade. Lisa, kannst du... Nee. Weil er normal schläft, kann man halt nichts machen. Schade. Kein Blut da. Ich meine, nicht, dass er nicht genug Blut rumliegt, ne? Fast die Minimap, ne? Na, mal gucken, wie er sich macht. Wenn es stört, sagt er, dann machen sie wieder raus. Das ist mal ein bisschen rumspielen. So, das hier soll übrigens für Asa die Hütte werden. Eigentlich soll das eigentlich ein Gefängnis werden. Ich bin mir nicht so ganz sicher mit den Stachelfallen hier. Deine Hütte. Na, also einfach nur Schlafsaal mit einem Bad. No. Du kriegst eine eigene Hütte, weil du bist zwar nicht der Sozialste, aber mit zwei sehr sozial und deswegen bist du unser Sophist. Weil der Baldras ist unser Anführer als Sozialster hier und du bist halt, weil du halt habgierig bist, willst du halt ständig maximale Erwartung haben und du wirst halt entsprechend nur der Beste vom Besten der Besten. Für die Besten. Beste Zimmer halt, ne? Dann liebst du auch die beste Kleidung, aber irgendwie... Ja. Schön, dass dir gefällt. Lass mich schneidern. Halt so viele tolle Sachen haben wir halt noch nicht, dass wir jetzt sinnvoll schneidern könnten. Adiko. Ja. Ist dann nicht immer ohne Tisch heute. Dann schon wieder. Hast du ein Insektengelee dabei? Mental und die müssen wir echt mal doch langsam mal angehen. Also es geht so nicht weiter. So, da brauchen wir eher AKs als alles andere. Weil dafür haben wir auf jeden Fall AK und AKU. Das sind so die Waffen, für die wir auch wirklich Munition haben. Ist dann... Da ein bisschen ist weg, ne? Ja, das ist weg.
Aber mal. Gehen wir hier hin, Asa. Ich mal gucken, ob du denn auch. Jetzt ja mal auf den Wolf jetzt ballern kannst. Oder den Hasen, meinetwegen. Die Munition hast du ja. Jupp. Gut. Das war zumindest, dass du ballern kannst. Wir müssen mal Gedanken machen, weil wir müssen hier Psycho unterdrücken, da sind 5 Gegner. Ich weiß nicht, was da auf uns wartet, aber da müssen wir mal hin. Rich, Asa, Lucy, Baltras und den Nesa irgendwie mitgenommen. Hat ein Inventar. Ja, keine Munition, das ist schlecht. Haben wir denn überhaupt noch? Oh, muss. Oh ne, haben wir nichts mehr. Muss wieder hergestellt werden. Na gut, Ellen, der schläft gerade. Ja, darf, wenn er wach ist, darf er Munition herstellen. Oh ja. Ah, gut. Also ein Händler wäre mal jetzt nice, ne? Ich wollte schon lange keinen mehr. Händler Busch voll, okay. Hoffen wir mal. Dass die uns was abnehmen. Auf jeden Fall danke für deinen Kauf, Asa. Ja, schlechte Preise, scheißegal. Kohle haben wir noch. Schafe kann man verkaufen. Das brauchen wir. Toll. Das ist ja nicht wirklich was ab. Toll. Die alten Pfeile brauchen wir nicht. Okay. Den nehmen wir mal. Ah, da kommen wir noch hier. Weitere Struktur. Ja. Der Händler kann sich doch nichts Schöneres wünschen, als ein Kunstwerk vom Baltras zu kaufen. Oh, guck mal, kann man noch irgendwas verkaufen, was wir brauchen? Also, na, die Munition hier, das ist. Oh. Dann machen wir es so. Hm.
Oh, guck mal den. Aktiviere den doch mal, bald was. Macht dann hoffentlich ein bisschen. Nee, immer noch. Ich sehe schon, wir müssen uns da noch knapp machen. So, ja. Hat auch. Der nächste hat keine Munition mehr für seine Waffe. Baltos hat noch. Natürlich hat 14 damit. Du brauchst dafür 12 Gauch. So. Haben wir da. Der Lucy hat noch genug Schuss. Na die, ich weiß ja nicht. Der Arthur, oh, der hat auch noch genug Schuss. Luki hat gar nichts mehr. Hm. So. Dann werden natürlich ständig immer die Dinger hier repariert, die Fallen, die wir eigentlich gar nicht brauchen. Na egal. Lassen wir sie erstmal wieder reparieren und schauen. So, wollten wir hier noch Stromleitung legen? Irgendwie, ich weiß nicht. Rein theoretisch funktionieren die ja. Ohne Strom aber. Hm. Praktisch. Ah, Hohenköpfe laufen sehr schön. Gott sei Dank. Der Löw wieder. Der Löw wieder. Ja. Und also, falls ihr nicht gesehen habt, ich habe letzten Mod reingenommen. Da sieht man, welche Waffen ihr habt. Also, braucht man nichts im Hintergrund. Na. Jetzt nicht welche Munition oder so, wie viel, aber man sieht jetzt eine Waffe. Ja. Ja. So, und Asa, du hast es vielleicht noch nicht, weiß nicht, ob ich es gestern erzählt habe, aber ich mache auch bei der Rimion-Ship mit. Am 3. Oktober von 9 bis 20 Uhr geht die. Und ist halt sehr wenige Mods erlaubt, weil der okay ist. Und es geht darum, wer halt den höchsten Koloniewert am Ende hat. Ja. Ich mach da Just for Fun mit. Einfach mal gucken, wie schlecht man dann wirklich ist. Und ich bin halt am Überlegen. Ich meine, die Kolonie läuft. Aber ob wir dann danach nicht mit neuem Mod-Set anfangen, zwar im Star Wars-Setting. Weil da gibt es ja auch sehr viel, was man da machen kann und gibt und so. Aber das können wir dann noch ausklabustern, wenn es soweit ist. Das würde ich dann auch mit euch zusammen so ein bisschen angehen, wie was wo ist, ne? Und wie was ist. Ob wir dann weiterhin bei Randy bleiben, ich glaube eher weniger. Also Rimmon Nation fliegt dann natürlich raus, weil Star Wars Munition ist da halt nicht drin. Was hast du jetzt geholt? Okay. Buckshot. Gut, da will ich jetzt aber mal von dir wissen. Ah, das ist ein Eichhörnchen. Geh doch mal hin. Tschech, ich will mal wissen, ob du jetzt das Eichhörnchen wirklich, ob du noch wirklich schießen kannst. Oder ob das auch wieder nicht funktioniert. Und dann können wir sich Spaß nämlich sparen. Gut, funktioniert. Tut mir leid fürs Eichhörnchen, also liebe Tierfreunde und Tierschützer, guckt mal bitte weg. Das war ein
Killer-Eichhörnchen. Das ist aus dem Labor ausgebrochen und das wollte nicht Menschen, weil Menschen sind egal, andere Tiere töten, auf jeden Fall. Mit einer solche, das wäre, man hätte es sich nicht ausmalen können. Und daher musste es leider sterben. So, wann? Ah, der Asa baut sich selber seine Hütte. Das ist sehr schön. Finde ich sehr. Aha. Ja, weil wenn einer schöne Häuser Wände baut, dann ist es ja der Asa. Ach nö, folgendes. Bitte einmal Platz entfernen. Ja, der Lucky guckt, aber er hat keine Munition. Ja, der Asa baut vielleicht seine Hütte, das ist schön. Ach, Bett hat er schon. Oh, das ist ein Doppelbett. Oh. Oh, was habe ich denn da gemacht? Tut mir sehr, sehr leid, Asa, dass du... Halt war jetzt keine Absicht, dass du ein normales Bett kriegen solltest. Also. Entschuldige bitte vielmals, lieber Asa. Du hast natürlich nur ein königliches Bett verdient. Nichts anderes ist für jemand mit deiner Stellung angemessen. Wie konnte das nur passieren? Hm. Ja, das Gold. So viel haben wir nicht. Verdammt. Was ja, oder? Komm, wir haben doch hier oben noch Gold, oder? Ja, wir haben hier noch Gold. Genau. Und hier auch Maschinenreste, okay. Heieiei. Okay, baut halt die Stachelfalle erstmal auf. Ist in Ordnung. Natürlich auch erstmal Stromkabel hier bauen. Nicht 50 Holz. Die ist schon nicht schlecht, die Dryade. Also, wenn man von einer kleinen Armee hast, ne? Die schleppen dann schon einiges weg. Ja, hat einen Hogen schon wieder. Ne, nix ist, glaube ich, einfach nur Hypotonie zitternd, weil kalt draußen ist. Ach, das hat auch nichts zu anziehen, ne? Eigentlich. Hat er keine gescheite Decke für Hogen? Overcoat? Nee. Da. Sind wir ein Hemd aus Hemd an Hogen. Nicht, dass du dich nur verkühlst. Unter einer Testumgehung. Was schleppst du denn da als rum? Geh doch mal was essen, du Horst. Bogen. Oh, da wieder diesen Kackback. Also. Hat man vorhin schon mit Jao, ja. Das dauert jetzt, bis Hogen umkippt oder. Durchdreht. Weil er soll eigentlich. Ich weiß nicht, was er da macht. Ja, das ist ein Bug.
Ich weiß, wer einen Bug findet, darf ihn behalten oder so, ne? Na, guck mal, der Jao, da unterstützt die Bauarbeiten für Asas Haus. Da legt die Stromleitung extra hin. Damit er ganz modernes kriegt, nämlich Elektrizität. Ist ja schließlich unser Sopranist, ne? Der soll ja dann auch was Vernünftiges kriegen dafür. Was war jetzt? So, wo ist denn der Arsa jetzt? Achso, jetzt macht er endlich nochmal die Kabel verlesen. Und Demi, guck doch mal, dass du hier Medizin auf Lager tragen kriegst. Oh, 48. Trägerdryade, auch in einem Tag, sehr schön. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. So. Und kann der eigentlich jetzt nur Perimeter Mounted Gun designed to work regardless if you have power or not as long as another floats. Hoffen wir mal, das funktioniert. So, in diesem Sinne. Na, mal so. In Hoffnung, dass es funktioniert. Ne, das läuft hier allerdings nicht schneller. Irgendwie ist es langsam ein bisschen viel wahrscheinlich. Ach, komm, so ja, bald mal Joch. Um 50% reichen. Dann gehen die schnell noch. Das Asa heißt Glaube. Ja, du Verbrecher. Ah, Nico. Asa, bekehr doch mal Nico, bitte. Nehm ihn nur ein bisschen runter mit seinem Glauben und dann werden wir ihn mal richtig bekehren. Für den ersten Kampfmodus setzen, damit er anfängt, was zu essen. Ah ja, können wir auch bald wieder eine Bekehrung an 3 Tagen erst. Öffentliche Hinrichtung. Wachenrede. Stärkung Zusammenhalt. Rollenwechsel. Wir haben eigentlich hier noch. Gut, wenn der Ruhm mal langsam mal rauskommt und dann stark beschädigt die Kleidung, ja. Was soll ich sagen? Ruhm, wenn du nicht machst, was du sollst. Ach, die ist auch schon wieder langsam. Oh, starke Lebensmittelvergiftung. Na nee, dann geh doch mal bitte. Nee, wir sind nicht. Okay. So, Hogan. Jetzt ist erstmal was. Ja, natürlich besser, du hättest es für dich gerade im Eiskalten gegessen, aber. Hier mal auf. Dann konsumiere halt einfach erstmal. Blöd Arsch. Nee, nee, nee.
Ist er denn? Ja, doch, jetzt ist er. Ach komm, Homo, weil du es bist, darfst du gleich mit der Cola nachspülen. Will er nicht? Abstinenzler? Das war ein Abstinenzler da oben. Stimmt denn mit dir nicht? Zö. Eieieiei. Da lieben wir doch alle Drogen. So, wo haben wir denn jetzt hier? Was die hier braucht? Nee, ne? Geht das wirklich aufs Klo oder? Ja. Geht er wirklich aufs Klo? Nein. Gottchen. Dann hebe ich es auch wirklich auf. Oh, weil sonst. Na? No. Ach, der General ist wieder aufgestanden. Ja, müssen wir echt mal gucken, dass wir. Ach, der Balthus ist am Beten, wie schön. Oder meditieren, besser gesagt. Wort der Freude ist sehr schön. So, wenn Hohen die Munition hat. Macht er nicht. Ach komm. Dann machen wir jetzt mal eine. Erwache. Jo, wir sind alle glücklich und zufrieden. Body! Weiß nicht, warum jetzt auf einmal alle rennen. Ich muss sie mal über hingekotzt, ist klar. Was ist hier los? Also und Nese haben sich geprügelt. Okay. Also versucht Nese aus seiner Religion zu führen, dies führte zu einer Schlägerei. Eine spaßige. Ach, das ist doch schön. Qualität. Hm. Die ist von welcher Fraktion gewesen? Ach komm. Soll's. Ja. Yeah. Wahrscheinlich kommt eh direkt gleich im Anschluss der Steuerntreiber und wir haben keinen mehr zum Köpfen. So. Hat es auch schon mal erledigt. So. Na, was hängt so jetzt, Spiel? Ey. Leichen verbrennen. Kleidung auf, warum nicht? Das ist doch schön, das ist eine so schöne Hinrichtung. Dass es alle zufriedengestellt hat. Das freut doch. Ach, wir sind und Asa schlafen heute mal nicht daheim. Achso, wir können ja. Möbel. Intensivbett. Hier ruhig aus Stahl. Ja,
das war da. Ist ja hier. Ja, der Raub ist es nicht gerade. Aber es wird. Guck mal, die Putzfee ist da. Ne? Einfach, da leckt jetzt inzwischen noch ein bisschen häufiger alles, ne? Na, die ist verwirrt, weil sie sehr hungrig war. Musst du irgendwas essen? Oh, schläft noch. Das ist schön. Das ist schön, dass der wenigstens noch schläft. Das ist halt. Ja, der Aser baut wieder irgendwas, ne? Haben wir eigentlich. Ne, die sollen ja gar kein Schild herstellen, ne? Wo ist Bass? Haben wir durch. G28 auch bald. Was ist denn der Aser? Heavy Auto Turret. Achso. Stromkabelbaustelle. Ah, erstmal auf Klo. Nadi hat Hunger. Ja, selbst schuld. Selbst schuld, Nadi. Hey, das ist aber ganz schön viel lokales Spiel. So, kalt draußen, ne? Oh, das geht ja noch. Oh, sehr schön. 5 Tage. Ja, ja, ist ja fleißig dabei, Fliesen zu bauen. Das ist schön. Ganz komplex wird gebaut. Schön. Also baut mal lieber hier. So, Fliesen könnte man, glaube ich, hier brauchen. Fliesen wären gar nicht so verkehrt. Ja, toll, hier draußen machst du Sauberchef drinnen. Räumt man drin den Saustall auf. Komm, ja, sag mal. Okay, Elektroherd ist auch gut. Elektroherd ist auch wichtig. Bau mal hier bitte. Hier noch die Wände wenigstens fertig. Oh, wie geht eine Mittellebensmittelvergiftung? Natürlich schlecht. So, einfache Nahrung, leckere Xas. Ansonsten Pergamin. Haben wir noch Wendy Burger. Warmisch. Sicher Tee. Tee ist immer schön. Ja, ist okay. Der kommt da. Okay, dann baut halt erstmal Stromkabel, ist auch in Ordnung. Schlechte Laune, weil er schläfrig war. Ja, okay, hat er wieder zu viel gearbeitet, der Typ. Ach Gott. Ja gut, an so ein königliches Bett aus Jade brauchst du auch nicht mehr nur 5 Minuten dran, ne? Hättest du eigentlich fast erwarten können. Tja. Aber oben. Jetzt wieder mal das Hemd an. Damit nicht mehr so kalt ist. Hätte eigentlich weiter schlafen können, aber. Oh, wobei, erholt ist er.
Kann ja auch ein bisschen früher aufstehen, der Hogan. Ach, Raspberry Sand ist konsumiert, okay. Ja, Civic Cottage. So. Jetzt baut er hier weiter. Okay, sehr schön. Ja, irgendwann muss das Bett ja fertig werden. Die 28 fertiggestellt, sehr schön. Okay, vielleicht geht doch mal die Minikarte weg. Besessen von Leichen, okay. Gibt Schlimmeres, ne? So, haben wir noch irgendwas Vernünftiges dazu bekommen? Nicht wirklich, ne? All wie ihr habt, alle einfach schon kennen, ne? Ja. Wir sind halt jetzt ausgebuddelt. Und liegen auf dem Tisch. Die Nystorm. Ja, ist ja nicht von uns gewesen. Aus dem Massengrab geholt. Was soll's? Ja, die Metall und Druck ist echt. Also mal. Okay, du kriegst. Doch, du kriegst erstmal ein G. 28. Na, die. Du auch. Das ist noch ein G28. Ja, blaue Feder, du kriegst ein G28. So. Ja, Loki, das ist immer total lahmarschig. Die Maske brauchst du nicht. Komm, komm, was an, was halt. Gut, andererseits, wenn wir sie darüber schicken, brauchen sie die wahrscheinlich. Oh, das gibt das ist 21 Eisbären. Aber ganz ehrlich, Zivilmedizin. Heiler Mycerium. Mechaniten, die in der Heilung von Gesundheitszustand abgestimmt werden. Ihnen werden jeweils schlimmsten Gesundheitszustand einer Person heilen. Funktioniert auch bei Personen, die sonst unheilbar werden. Die Mechaniten können sogar organische Materie verwandeln und bei Dorf die Masse und Organe bilden. Tatsächlich. Die Zeitmedizin. Für, wo ist er? Da, ins Akolyt. Ja, das machen wir. Ah, starke Schmerzen. Warum hatten wir jetzt starke Schmerzen? Oh, jetzt die Vergiftung. Naja. Gibt Schlimmeres, ne? Gibt Schlimmeres. Was er da machen kann. Ja. Na gut, da muss die Schobenkabel fertig gebaut werden. Dann. Achso, wir haben hier den Autobahn. Ach ne, Endtable aus Stahl. Wissen aktiv 14 Tage so 7 Stunden
Ach nö, das ist Nico Cartonisch, ey. Ach Gott, wo liegt er denn jetzt? Ist ja noch irgendwie nach Hogan. Warte nochmal, Nico kurz. War schnell, war langsam, war doch immer. Oh, Hogan. Ja, Hogan wollte gerade was essen, ne? So, die letzte Weltmedizin nicht da nirgends rum, oder? Ne. Achso, da oben ist die Milch, ne? Das ist aufpassen, nicht, dass gleich die Eisbären hier umspawnen, ne? Wenn irgendwie Kolonisten hier umrumlungern, ne? Weil in 2 Stunden sind sie nämlich hier. Ah ja, nicht keine Bekehrungsversuche machen, Kollege Schneeschuh. So. Von hier unten kommen sie also. Okay. Oh, Kacke. Ja, wo kommen die denn her? Ach, die müssen wir beschützen oder was? Ach du Kacke. Haben jetzt alle? Haben jetzt alle. Natürlich kacke, weil Strom noch nicht liegt und eieiei. Na, Ellen ist egal. Ah! Ah, verdammt. Du bist direkt gestorben? Oh, die sollen nicht vorlaufen, die Blödmänner. Verdammt, kann irgendeiner Lucy wiederbeleben? Wäre das möglich? Mal den mal retten. Da mal retten. Ne, nicht mal Graf. Ne, hä? Ach verdammt, der ist tot. Verdammt. Ach Gottchen. Tor. Wir brauchen eine Hafen, ne? Verdammt. Hier bringt nochmal die Kristallmedizin wieder weg. Doch mal bitte inne hier, also. So,
So, Baltras will Ellen töten. Wo ist Ellen? Hier unten. Okay, da ist Baltras. Das darf hier echt verprügelt werden. Ach, immer diese Mordlust hier. Na, rette mal wenigstens bitte den Baltras. Sie will echt keiner reviven. Naja. Naja, verdammt. Hat er nicht überlebt. Aber vielleicht die schwarze Viper. Ach ne, der Yao ist hier. Am Durchdrehen. Ach, danke, Asa, dass du unseren Erben revived hast. So, Hohen, du stehst hier, rette doch mal die Lucy. Ah, hat er wieder den Kopf dran, sehr schön. Ja, Asa, du siehst, wir haben jede Menge Locker, weil auch völlig okay ist. Also, ich habe ein Herz für Locker. Ich bin auch keiner, der ständig irgendwo, der einfach gerne zuguckt und nicht immer schreiben muss und alles kommentieren muss. Oh, warum bist du jetzt umgekippt? Eingebrochen. Ist da noch irgendeiner, der in der Nähe? Nee. Ach, dort war Ellen. Ach, verdammt. Egal. Egal, egal, egal. Jetzt überlege ich natürlich, was können wir natürlich jetzt hier in dem Gebiet bauen, weil das war ja unser ehemaliges Anbaugebiet. Was haben wir jetzt denn noch hier verlegt? Weil da wächst ja nichts mehr. Und ja, hier wächst gar nichts mehr. Also, das ist wirklich total totes Land jetzt. Alles gut, also, alles gut. Muss ja keiner reagieren, ne? Ist ja. Oh, ein Schlüsselstein. Ist ja alles freiwillig, dass da überhaupt irgendwas passiert, um Gottes Willen. Ach, die Agavenfrüchte sind hinten, okay. Außer der Faktor unschuldigen Gefangenen hingerichtet. Der war nicht unschuldig. Der war nicht unschuldig. Okay. Es gibt keine Hinrichtung mehr. Oh, Gasversorgung, sehr schön. Was haben wir jetzt eigentlich für Waffen? Hoi. Leckt mich am Arsch. Was da ist alles dazugekommen? Hilde G3, Hurricane, MacDen, ZMG. MP3. M60, ja. MPD, MG42.
Was brauchen das MG42 an Munition? Frage für einen Freund. Es braucht 2475 Mauser. Sehe ich jetzt nicht. Habe ich hierbei? Nee. Mal gucken. Was ist denn da? So, wo wird hier ein Eck hergestellt? So, 757. Ist, okay, mal gucken. Wahrscheinlich habe ich es nur nicht wieder nicht gesehen. Da haben wir doch. Richtig, ich habe es nur wieder einmal nicht gesehen. So. Das ist natürlich die Frage, wollen wir jetzt gucken, ob wir nicht alles auf MG42 nehmen, aber... Oh, eigentlich war jetzt so eine... Ah, da fällt er. Das habe ich ohne zu verachten, ne? Gut, sogar noch, ja, aber... Männlicher Schönauer. Hm, geil. Ja gut, P90, UMP. PPSH. Doch. AKU brauchen wir. AKU brauchen wir auch wieder. Dafür mehr Schuss. Und wo haben wir denn jetzt? Brauchen wir voll jetzt sehr viel von der Mauser-Munition. No. So, Asa macht. So, Masche Arsch, okay. Kannst du mal hier. Da, und das Holz bauen. Jetzt will ich mal die Hütte so fertig kriegen, ne? Jetzt so alles überdacht ist. Aber bitte, dass wir vielleicht heute noch das Heim vom Asa fertig kriegen, ne? Hier ist so ein bisschen verdächtig, ne? Oh ja. Genau, ruh dich erstmal aus, ja. Hast du ja noch gemacht heute? Gott, ich fand das immer noch nicht da. Ah, Gott. Das sieht aus. Betrunken, Prellung. Ha. Muss ein Chef abkönnen. Da muss er halt abkönnen. Ein Hafe. Die Hafe. Ne? Komm bis hoch zum Klavier. Warum nicht? Um hier auch unseren Thronsaal ein bisschen aufzuhübschen, ne? Ah, guck mal, immerhin ein Dach drüber.
Was hat er schon mal? Ein Waschbecken? Hat er schon mal, ne? Und der Robo baut das Bett fertig. Weiß ich gerade nicht. Ah, da fehlt noch ein bisschen Leitung. Schiefer. Ja. Daher auch kümmern sich darum, dass schon mal die Fliesen so langsam kommen. Ah, Schieferblöcke ist mangelbar. Es ist nicht mehr so viel drin, oder? Fällt mir hier sein G26 fallen lassen. Was war der Lucky Part? Spannt sich. Nee, sonst hier. Oder was hat das? Was hat ich für. MG-Bullet. Die haben wir irgendwo nicht, ne? Also entweder nur nicht erforscht oder. Ja. Ja, ach ja. So. Ha, genau, erstmal. Bart noch nicht mehr fertig, ne? Und zack, wird also von Hogan benutzt. Tja, also, soll ich sagen? Es ist dein Bart, ne? Der Hogan hat zuerst drin gebadet. Soll ich sagen? Ja. Was ist das, Fliesen oder Ziegel? Fliese. Ja. An sich ja ganz hübsch. Grundsätzlich so, ne? Ausreichen. Genau, was schießen kann man mit ihm. Ah. So hat nicht das Scheißhaus war, ne? Schläft dann noch, ja. Ja, gucken. Ja, schön, dass du da warst. Dann mach's gut, bis zum nächsten Mal. Also. Hab mich gefreut, dich wieder zu sehen. Ja, haben wir eigentlich noch Tiere? Hydrian. Ja, alles klar. Bis denn. Tschüssi. Oh, wir werden eine neue Träger-Dryade. Das ist schön. Das ist schön. Der Dryaden ist, glaube ich. Ich weiß nicht, ob das. Oh, Präzisionswaffen. Hm. Uiuiuiui. Uiuiui. So, M60FN Fall, AK-74, AK-12, AK-74U, AK-47, Tech-50. Uiuiui, Lee Enfield. AK-2. Uiuiui. HK416, G36, die AUG, die FAMAS, AK, alter Falter. Echt einiges. Also wäre jetzt eher so die Qual der Wahl, ne? Was nimmt man jetzt? Aber ich denke, wir bleiben erst über das, was wir in Wartestangen gegeben haben, weil das andere wahrscheinlich zu viel. Jetzt kommt. Oh, Lush Kaliber Turrets, Autocannon. Also irgendwie geht das mit den. Türme jetzt wohl doch ein bisschen schneller, wa? Ja, man kann ja auch. Was haben wir denn hier?
Sieg 3, jawoll. Karl, na leck mich doch am Arsch. Vorne hier was Bekannte, was wir kennen. T55, RT, Pack 44, oh Leo 1. Multi-Analysator. Okay. Der fehlt. Okay, ich sehe schon, wir müssen einen neuen Forschungsraum bauen. Hast du erschossen, Nico umzubringen? Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ach du Kacke. Alter Falter. So, soll ich mal wissen, was haben wir denn jetzt? So. Das war nicht. Ja. Überwand. Kriegst du einen grünen Luft? Okay. Spannung, Böden, diverses. Folterkäfig. Also einen Folterkäfig müssen wir auch noch irgendwann mal bauen. Das steht fest. Sicherheit, Möbel, Strom, Produktion. Nee. Aber stand ja auch nicht bei, dass er irgendwas forscht würde. Aber müssen wir gucken. Königliche Bett. So, Besitzer wählen. Was ist denn unser Heil? So. Dann mal. Nee, wo ist er denn? Ah, hier, Fressattacke. Hier war dann der Tschech, ne? Pack doch mal hier die Kalkstellenbrocken bitte raus. Ich überlege, was haben wir denn noch? Haben wir eigentlich alles, ne? Jo. Mode, Wandprobe. Ist eigentlich eher wie, ne? Es wird nicht schöner. Also durch irgendeinen Mod können wir hier nicht mehr das Design ändern der Möbelstücke, ne? Hab ich irgendwo was angegriffen? Das ist Silbererz, okay. Hm. So, jetzt ist die Behausung von Asa dann schon mal fertig. Auto-Turrets, okay. Das nächste ist dann die Flak, ne? Occupy-Check. Nur männlich. Nein. Bett verknüpfen. So. Rein theoretisch sollte er dann nur A-Sache hier Zugriff drauf haben. Ich hoffe, das funktioniert, dass er dann ein bisschen glücklich ist, dass er. Was für Erwartungen. Ja, du hast ja auch deutlich mehr. Was ist er denn jetzt? Er ruht sich aus. Ich hoffe ja mal, dass er dann wirklich mal. Also ist reich, Freiraum mittelmäßig, naja, bisschen verschmutzt. Okay, vielleicht doch ein bisschen größer bauen, naja. Kann man ja immer noch, ne? Befehle. Oh, ein Ambrosia-Hain.
Mal noch ein bisschen größer. Ach, direkt voraus. Das ist doch schön. Das ist doch schön. Jetzt hoffe ich mal, dass wir jetzt anschließend hier bauen. Ach, der Beitrag ist das. Der Beitrag ist so spät am Arbeiten hier. Geht erst ins Bett, wenn andere aufstehen. So, und Asa immer noch nicht. Also. Also was hat Höherwartung, Alter. Puh. Keine Ahnung, was er unbedingt haben will. Also. Eigentlich sehr eindrucksvoll und alles ganz nett. Ziemlich eng, in Ordnung. Durchschnitt. Okay, oh, fast eindrucksvoll, ja. Mein Gott. Dann Heigo ist verwirrt. Und wir haben mit 20 mm Flak 38 abgeschlossen. Das heißt, wir haben jetzt. Wo haben wir? Nee. Ah, Cannons! Oh, wie geil. Ja, ist die Frage, wohin mit dem Ding, ne? Könnt ihr erstmal hier hin platzieren. Hier hin. Erstmal so platzieren, ne? Wenn das Ding da ist, dann 20 Minuten API-Magazin. Ist das nicht. Was wir hier haben? Ja. Das ist das, was wir hier haben. Produzieren wir doch bitte an der CNC-Maschine. Komm, ey, das war eh mal. Oder in Zukunft mal bitte. Nee, der will nicht. So, der buddelt. Der Asa. Achso, der will die Flak bauen. Wenn ich jetzt sage. Okay, dann macht das. Ach, halt aufs Lecken. Aber die Baustelle lassen wir erstmal noch außen vor. Bauen erstmal aufs eine. Und das lieber hinter. Dem Ding hier. Natürlich nicht, da wo wir eine Tür haben. Die Haus kartonisch. Ach Gottchen. Dimi, rette doch mal den Jau bitte. Oh, aber schön mit den Triaden. Dass wir alles schön wegtragen. Oh, finde ich geil. Finde ich geil, ja. Noch eine, ich weiß ja nicht. Ja, lass uns mal aufkeimen. Wir wollen nicht direkt übertreiben, sonst wird es wieder zu viel. Mindestreichweite 2. Keine Munition dafür, ne? Atiko. Weil Ernährung. Kocht doch kaum einer hier drin, weißt du? Okay, er will essen. Na, dann ist doch mal was, Adiko. Adiko, ist doch mal was. Und Hogan, bau doch mal kurz, geh noch an die CNC.
Maschine und mach da mal ein bisschen Munition für unsere 20 mm Flak. Schön. Pa-pa-pa-pa-pau. So, Schiefer. Nur hoffen, dass ich auch da durchschießen kann. Wenn nicht, ist halt, ja, da fehlt am Platz. Alles werden wir noch erfahren, müssen wir notfalls etwas anderes bauen. Forschen wir jetzt. Achso, die Heavy Weapons. Achso, die anderen Türme, ne? Die anderen Türme sind das dann. So. Ist denn überhaupt noch irgendeiner da oder halt nur Lurker? Weil ich nicht vorwurfsvoll meinte, das muss ich gerade sehen. So, können wir hier. Ach ja. Kann man hier ein bisschen. Ah, können wir doch drauf bauen. Den Raum hier ein bisschen vergrößern für unseren Asa. Reisen, na, lassen wir mal erstmal. Achso, der Jao war abgeklappt. So, da ist er mit dem Bart. Was ist da dein eigenes persönliches Bart? Also. Hey, 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 hey. Was das kostet? Ist nur für Asa, ja. Wer weiß. Ah, guck, da oben baut. Also ich das gleich alles fallen lassen muss, ey. Ah, guck mal, Ronny macht das. So, das Ding will, glaube ich, bemannt werden, ne? Pauline ballert die nicht los. Tor des Meeres, was die paar Schuss bei. Ah, das ist. Ah, der General Heilgorn ist auch noch da. Sehr schön. Oh, Heavy Weapons. Ah, so. Ah, da nichts freigeschaltet. Sicherheit. Aber Sicherheit. Autokanonenturm. Schwere automatische Sturm mit großkräftigen Geschosse aus allen Richtungen. Oh ja. Oh ja. Das ist ja ein 90 mm Flak-Turret. Ineffizient in modern Aviation, but still popular. Enemies and Vehicles. Oh ja, gut, das haben wir natürlich. Oh, Granatlauncher. Tau Launcher. Minigun. Eigentlich ist egal, ne? Schön Kaliber 30. Die brauchen wir noch. Okay. Oh, der Kanone, der braucht. Oh, das ist auch teuer. Hier nochmal Kaliber 30 hinterstellen. Ja, da will ich. So. Antike Mechanitenhöhle. Ja, die können wir weg. So, achso, in die Richtung könnten wir auch noch was hier brauchen. Ah, kann ruhig hier hinstellen. Können wir zur Not ja immer noch woanders hin platzieren, ne?
Und natürlich hier dieser Autoturret. Natürlich das liebste wäre. Wär. Ja, dann Heiko, und falls du noch nicht mitgekriegt hast, 20 mm Flak. Ich hoffe, dass sie hier durchschießen kann. Wenn nicht, dann naja, müssen wir nochmal umplatzieren. 20, wer ist denn gerade da und hätte uns frei jetzt verlenzen? Der Artico. Oh ne, der ist gerade. Ist es gerade schlecht? Ultras. Bemann doch mal bitte die Flak. So. Schieß mal hinten dahin. Aber da ist Kacke. Schieß mal hier hin. Hm. Warum nicht? Hm. Komisch. Muss ich nochmal ausprobieren, wie das Ding funktioniert. Weil Strom braucht es ja nicht. Nö, braucht eigentlich nur die Munition, die hat sie ja. Eigentlich nur einen Mann. Wer weiß. Ne, beide kann man nicht zusammen bemannt. Tja, müssen wir bei Gelegenheit ausprobieren. Wann das Licht. So, oh, das Wasserrad. Macht so schöne Geräusche. Sobald die Mauer hier durch ist, werden wir auch hier entsprechend was platzieren. Ach, immer diese Krummelecker, ey. So. Dann können wir auch hier abreißen. Das Bad lassen wir so, wie es ist. Weggetragen werden. Was ist die Forscht? Achso, Langbogen. Oh, ein Langbogen. Warum habe ich noch einen Langbogen in Forschung genommen? Was ist einer? Multi-Analysator. Hm. Das sind normale Türme, ne? Dann hätte ich ja wirklich wieder gern dann Heavy Auto Turret, ne? Weil ist ja schon ein geiles Ding, muss man ja sagen. Hm. Aber seht der Lucky hier an der Forsch gut, also der macht schon geile Typen. Fuck. Super. So. Lucy, Mann den Mörser. Held, Mann den Mörser. Ein Mörser. Alle anderen mal da rein. Holy shit. Was?
Schutzschild. Was? Machen wir sowas? Ach du Kacke. Hä? Die Leute hören auf, Kampf zu sein? Hä? Okay. Ich weiß nicht, was ich damit anfangen soll. Okay, so ran. Sind offensichtlich schießen die nicht automatisch. Was haben wir denn? 12 Granaten. Oh, yeah, yeah. Ist nicht gerade die Welt. Sollten wir den auf jeden Fall diesen Bau fokussieren. Ja, dann springt gerade noch an. Nächste Aufnahme für einen Tag. Das weiß ich nicht, wenn das Ding natürlich dann halt zusammenbricht, aber andererseits. Ist halt mechfertiger. Braucht eine Raupe. Ach so, Kacke. 30 mm Mörser. Ach du Scheiße. Da ist ein Lanzer. Ach du Scheiße. Zählt in F-Tagen. Oh, 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 oh. Holy shit. Das wird was. Das wird was. Batterie, nur noch mal hin. Batterie, Batterie, Batterie. Strom. Batterie. Jetzt frage, wo stellen wir Batterie hin, ne? Haben wir jetzt doch keinen Raum, wo es sinnvoll aufstellen könnten, gell? Ah, Nahrungsmittellager, ne? Stellen wir mal eine auf. Stellen wir da mal eine auf. Ja, was mit dem da ist, ich weiß noch nicht. So, vom Buschvolk, ja. Hauptsache, die lösen da oben nichts aus. So, und Asa immer noch. Maximale Erwartung, ach komm schon. Hast du ja den höchsten. Welche Fliese baut er denn? Da. Nein, hier, reiß mal ab. So, und dann natürlich Böden, Böden, Böden. Komm hier nicht irgendwas. Dann muss halt irgendjemand wieder Schiefern herstellen, ne? Ach Gott, ist da eigentlich. Ja, Schieferbrücke. Tja. Aber über hier die, was ich hier weitermachen würde, wäre mir natürlich auch recht.
Die machen mir echt Sorgen, du. Puh. Mal Frostattacke, okay. Ja, Steffen, wenn du kannst, dann halt nicht dahin. Akzeptier doch einfach, dass du da nicht hin kannst. Oh, mein Junge, du kannst da nicht hin. So. Ey, was willst du denn jetzt noch? Nico ist abgeklappt. Ach, wird schon gerettet. Hydrokulturen. Wir können... Formulat. Gene. Böden. Spannung. Diverses. Nicht wirklich, oder? Möbel. Schub. Ah. Hydrokultur. Künstliches Nährstoffbecken für die Pflanzenzucht. Die Nährstoffpumpen müssen kontinuierlich arbeiten, wenn sie vom Strom getrennt sind, sterben die Pflanzen ab. Ja. Bauen wir einfach mal. Irgendwann werden wir sie brauchen. Ich meine, das will ich zum Minimum haben. Ellen ist am Saufen und ernährt. Ach komm. Kocht doch mal ein bisschen mehr, Leute. So, ne, die ist nicht mehr am. Ah, weil da wieder ein paar ja gestorben sind. Ach Gottchen, der Ronny ist eigentlich Hauptarzt. Dann soll ich mal kochen. Der General buddeln. Fledermaus aufräumen. Muss ich mal aufräumen. Bogen bauen. Ja. Ah, gut. Aber eigentlich müssen wir uns sagen, komm. Stellen hier Flak auf. Irgendwie müssen wir halt ja waffentechnisch hinkriegen, ne? Gleich 3 Stunden geknackt. Oh, ein bisschen machen wir noch. Ein kleines bisschen machen wir noch. So, das hier wird unser Gefängnis. Ja, Baracke stimmt. Haut hin. Ah, na komm. Bisschen Licht sollen sie haben. Auch nur 2 Fackeln, mehr nicht. Ich, jetzt müssen wir den davor hinstellen. Warum dann? Ach, komm schon. Echt nichts mehr zu essen da. Fuck.
Sind echt alle am Verhungern schon wieder. Muss man ihnen ein Pferd jagen. So. Da wird gebaut, der Aser ist da fleißig. Eng verfließen. Kalkstein. Okay, haben wir ja noch genug. Hafe. Ist aber diverses oder beim Möbel? Beim Möbel bestimmt, oder? Nee. Wo ist denn die Hafe? Nee. Wo ist denn. Spannung, Böden, Sicherheit, Diverses. Wo ist die Harfe? Sprung. Hey, bin ich blöd oder was? Und nein, ich würde nicht die richtige Antwort dafür haben. Bin ich blind? Wo ist die Harfe? Ich hab's doch. Technik im Mittelalter. Harfe sind. Die Konstruktion Harfe stellt eine Harfe her. Hey. Das war ganz ehrlich. Bin ich jetzt blind? Trommel, ja. Lichterkugel, Folterkäfig, Rednerpult. Zensierbon. Da ist er nicht bei. Möbel. Ja, Schlafwachsbad. Pumpfadersal. Vorhang, Regal. Lampe, Türschlampe. Wo ist denn die Harfe? Oder muss ich dafür etwa. Nee. Haben wir Beitrags. Ich sag, wo ist die Harfe? Bin ich so blind? Wo ist diese verkackte Harfe, bitteschön? Wo kann ich das kurz Ding bitteschön bauen? So, wo ist denn der Nico? Ah, ja, Nico schläft. Na. Ja, sind natürlich alles scheiße drauf, weil nichts zu essen da ist. Naja. Ich würde vorschlagen, wir machen dann an der Stelle dann am Donnerstag weiter. Ja, morgen geht's wieder on Tour, morgen wieder in Europa mit, ich nehme an, Nico und dem Peter und wer auch immer mitmachen möchte. Wir werden wieder in ETS unterwegs sein und am Mittwoch dann unser Strategieabend, da fangen wir am Mittwoch an mit Workers and Resources. Ja, ich guck mal, ist denn noch irgendjemand da, zu dem ich euch schicken könnte? Ja, zum Eiszombie. Zu dem habe ich schon lange nichts mehr geschickt. So, wie gesagt, nehmt die Punkte mit. Könnt ihr vielleicht irgendwann mal gebrauchen. Ja, wie gesagt, in diesem Sinne, war mir schön, war mir eine Freude. Ich wünsche euch einen schönen Abend und sagt dann mal bis morgen. Bis dann, Nachbarn. Tschüss.
heute Abend mache ich es mir selbst. MK83 raided mein...